Dominikus war angerührt von den Menschen, die an Gott glaubten, aber nicht mehr in der Kirche sein wollten und konnten. Und er ist auf sie zugegangen, nicht hoch zu Ross, könnte man sagen, wie viele andere, sondern hat die Begegnung gesucht, ist ihnen auf Augenhöhe begegnet, wollte sie verstehen und überzeugen. Die meditative Seite, das Zurückgezogene und die aktive Seite, also das dem Menschen Zugewandte. Das ist etwas, was mich am Dominikanerorden ja, fasziniert hat und was mich dann zur Entscheidung kommen ließ, diesem Orden letztendlich beizutreten. Dass das eben nicht so was Depressives, Ordentliches, keine Betschwestern, wie so oft genannt, ja, die einfach so weltfremd irgendwo leben, sondern dass das Frauen sein können, die mit beiden Beinen mitten in der auf der Erde stehen und im Leben, die Höhen und Tiefen haben, die keine Heiligen sind, die aber eine besondere Beziehung zu Gott haben. Die hatten auch die Katharer, eine ketzerische Glaubensbewegung, die sich im Südfrankreich des 13. Jahrhunderts völlig von der römischen Kirche abgewandt hatte. Die Stadt Carcassonne war ihre Hochburg. Die Katharer glaubten, der Klerus stehe mit dem Teufel im Bund und habe sich von der weltlichen Macht und ihrem Reichtum korrumpieren lassen. Auf dem Mont Ségur, ihrem letzten Refugium, wurde im Jahr 1244 endgültig ihr Widerstand gegen die Kirche gebrochen. Für Dominikus waren es jene Abtrünnigen, die ihn zu dem Gedanken führten, einen Orden zu gründen. Der Legende nach studiert der junge spanische Adlige Theologie und tritt schon früh in den Orden der Augustiner Chorherren ein. Während einer schweren Hungersnot tauscht er seine wertvollen Bücher gegen Brot für die Armen. Nach der Priesterweihe bricht er mit seinem Bischof Diego de Acebo nach Rom auf und durchquert dabei den Süden Frankreichs. Hier begegneten sie erstmalig den Katharern. Deren Lehre war einfach und populär. Das Geistige war Gottes Werk, die Welt und alles Materielle des Teufels. Auf ihrer Reise beobachten sie die Rituale der Katharer, die alle Sakramente der Kirche ablehnen. Sie selber haben vier heilige Handlungen: das Handauflegen, die Segnung des Brotes, die Buße und die Priesterweihe. Dominikus macht es sich zur Lebensaufgabe, die Abtrünnigen durch die Predigt für Rom zurückzugewinnen. Er ließ sich mitten unter ihnen nieder und suchte danach, ihr Vertrauen zu gewinnen. Er zeigte Verständnis, lehnte Gewalt ab und sprach ihre Sprache. Der Bildungsstand der Katharer war höher als der der meisten Kleriker. Dominikus begriff, dass ohne ein fundiertes Wissen seitens der Kirchenvertreter kein Dialog zustande kommen konnte. Er lebte 10 Jahre in Fanjeaux. Seine Bemühungen konnten jedoch den Kreuzzug der Herrschenden gegen die Katharer nicht verhindern. Die Vermischung von Politik und Religion machte alles zunichte. Dominikus und sein Bischof versuchten, ihre Arbeit des Predigens von politischen und militärischen Maßnahmen gegen die Ketzer abzugrenzen. Dominikus ist dieser Linie stets treu geblieben und sah seine Aufgabe einzig darin, das Evangelium zu predigen. Das tat er auch nach Ende des Kreuzzuges. In Armut und zu Fuß zog er umher, predigte und ging mit gutem Beispiel voran. Durch seine Armut war er glaubwürdig und konnte viele Menschen zurück zur römischen Kirche führen. Als einst vor ihm ein Komet vom Himmel fiel, beschloss er genau an dieser Stelle ein Kloster für bekehrte Katharerinnen zu gründen. An dieses Ereignis erinnert heute ein Kreuz in Fanjeaux. Für ihn war es das Zeichen Gottes, der Ort heißt bis heute Zeichen Gottes, Seigneur in Occitan, dass er hier diese Frauen ansammeln sollte. Und so hat unser Kloster seinen Anfang genommen. Dominikus machte Brouille zum Zentrum seiner Predigerbewegung.
Zu dieser Zeit wollte er natürlich keinen Orden gründen. Er antwortete auf einen Umstand. Da waren diese Frauen mit einem hohen geistlichen Anspruch, also schloss er sie in einer klösterlichen Gemeinschaft zusammen. Achthundert Jahre später hat sich daran nichts geändert. In Pruje leben heute 33 Dominikanerinnen in Gemeinschaft gemäß des Evangeliums. Frauen, so sagte einst Dominikus, sollen Predigt sein durch ihr Leben. Diese Klostergründung sollte auch einen Gegenpol zu den Frauenklöstern der Katharer bilden, in denen viele, auch nicht-katharische Mädchen, eine Ausbildung erhielten. Ich denke, dass im Katharismus die Idee, sich abzutrennen, als eine Möglichkeit gesehen wurde, vollkommen zu werden und gerettet zu sein. Diese Vorstellung von der Vollkommenheit ist aber genau das Gegenteil vom Christentum, das perfekt ist, weil es uns eben gerade nicht vom Rest der Menschheit abschneidet. Den Irrgläubigen wurde ein blutiges Ende bereitet. Während des Katharer Kreuzzugs wurden Tausende von Menschen im Namen der Kirche getötet und landeten auf den Scheiterhaufen. Nur die Bekehrten überlebten. Ihre Erbinnen leben heute noch ein streng kontemplatives Leben. Im Gegensatz zu den apostolischen Dominikanerinnen von Bethanien, ein Orden, der ganz in der Nähe im 18. Jahrhundert gegründet wurde. Der Dominikanerpater Jean-Joseph Lataste hat in Frankreich in einem Frauengefängnis Exerzitien geben müssen. Und er hat gemerkt, dass diese Frauen eine unglaubliche Liebe zu Gott haben und dass sie auch ein Ordensleben leben möchten. Und er hat gesagt, und ich möchte einen Orden gründen, in dem alle Frauen eintreten können, eben auch diese, die sonst nach Kirchenrecht nicht eintreten dürfen. Und bei uns gibt es auch das Gebot der Diskretion, wo wir sagen, vor Gott sind alle gleich. Also vor Gott ist jeder Mensch rehabilitiert. Es ist egal, was gewesen ist, es zählt, was du bist. Das gilt auch für die Kinder, die hier von dem einstigen Gefangenenorden betreut werden. Nach dem Zweiten Weltkrieg richteten die Schwestern erste Kinderdörfer in Holland und Deutschland ein. Heute leben hier Kinder, die aus den unterschiedlichsten Gründen nicht in einer normalen Familie aufwachsen können. Statt wie früher in Heimen untergebracht zu sein, haben sie hier eine Ersatzfamilie gefunden. Und eine Ersatzmutter, die nicht nur für ihr leibliches, sondern auch für ihr seelisches Wohl sorgt. Es ist mein Herz, also mit Kindern was zu tun zu haben, für die zu sorgen. Es gibt ganz, ganz viele Schwestern bei uns, die Mütter sind. Das war für mich auch so toll. Ich kam in den Konvent rein und ich hatte natürlich auch Bilder von Ordensfrauen, wie die so sein sollten. Und dann plötzlich riefen Kinder, Oma, kannst du mal kommen? Also unsere Schwestern sind Mütter und Omas. Ja? Das hat mich so fasziniert, dass man auch dieses Mütterliche im Ordensleben leben kann. René, wollt ihr ein Stück Kuchen? Heutige Dominikanerinnen, die versuchen, die kranken Seelen dieser Kinder zu retten, tun das in der Tradition von Dominikus. Er verstand es als seine oberste Pflicht, sich um das Heil der Menschen zu kümmern. Äußerlich war er von mittlerer Größe und schlanker Gestalt. Er war leicht rothaarig. Alle Mönche sagten, dass er viel lächelte. Sein freundliches Charisma war allgegenwärtig. Er war ein Mensch von großer Demut. Nur durch Indiskretionen von Brüdern und Schwestern wissen wir, dass er große Wunder geschehen ließ, denn er weigerte sich, darüber zu reden. Wunder gehörten im Mittelalter zu jeder heiligen Legende. Sie sollten deutlich machen, dass die göttliche Macht durch diese Menschen wirkte. Dominikus heilte schwer Verwundete. Und er erweckte totgeglaubte Kinder wieder zum Leben. Seine Taten wurden auf Holztafeln gemalt, die heute die Decke des Vortragssaals im Haus Celin schmücken. Die erste Unterkunft einer dominikanischen Männergemeinschaft in Toulouse.
Der Erzbischof von Toulouse stellte Dominikus und seinen frühen Anhängern ein Haus zur Verfügung. Er hoffte, sie würden durch ihre Predigten auch die Abtrünnigen von Toulouse wieder zum rechten Glauben führen. Da sie noch keine eigene Klosterkirche hatten, predigten sie in der nahegelegenen Kathedrale Saint-Étienne. Kathedralen waren die Vortragssäle des Mittelalters. 1215 bestätigt Papst Innozenz III. Den Predigerorden. Dominikus übernimmt die ihm als Kanoniker vertraute Augustinus-Regel und setzt auf gleiche Rechte unter den Mönchen. Dieses System würden wir heute demokratisch nennen. Es war wie gemacht für die Menschen der damaligen Zeit, für das aufstrebende Bürgertum und die ersten Formen städtischen Lebens. Die Dominikaner entwickeln sich schnell in diesem Umfeld und kommen in ihrem Gemeinschaftsleben gut zurecht. In der Rue Saint-Jacob nahmen sie ihr erstes eigenes Kloster in Besitz. Nach seinen Erfahrungen mit den Katharern hielt Dominikus die Brüder zur Armut an und erklärte als erster Ordensgründer das Studium zur Pflicht. Er schickte seine Brüder in ganz Europa aus. Sie sollten in den Universitätsstädten Klöster gründen, um mit fundiertem Wissen gegen die Ketzerei vorgehen zu können. Paris, die intellektuelle Hochburg Europas, wurde zum wichtigsten Ausbildungsort des neuen Gelehrtenordens. Die kulturelle Revolution des 13. Jahrhunderts ging von der Sorbonne aus. Dort entstand erstmals in der Theologie und Philosophie eine wissenschaftliche Art, mit dem Glauben argumentativ umzugehen. Die Brüder machen sich mit dieser neuen Theologie in Paris vertraut. In Verbindung mit dem Studium der gerade frisch übersetzten Werke von Aristoteles werden sie zum Vorreiter der Scholastik. Die großen in Paris ausgebildeten Dominikaner, wie der Deutsche Albertus Magnus und der Italiener Thomas von Aquin, nehmen nun an der Verbreitung dieses Wissens teil und gründen neue Schulzentren, wie die Universität in Köln. Im Jahr der Grundsteinlegung des Kölner Doms, kam Albertus Magnus nach Köln und gründete das Studium Generale, den Vorläufer der Kölner Universität. Als einer der größten Universalgelehrten seiner Zeit versuchte er, aristotelisches Gedankengut mit den christlichen Lehren zu vereinen, also Vernunft und Glaube nicht als Gegensätze zu betrachten. Einer seiner Studenten war Thomas von Aquin. Dort in Köln ist Thomas sein Assistent und ganz mit der Arbeit vertieft und offensichtlich nicht derjenige, der mit seinen Kommilitonen viel macht, weswegen sie ihn den stummen Ochsen nennen. Er war wahrscheinlich eine kräftige Gestalt und er konnte natürlich damals kein Deutsch. So hat er sich eben ganz in die Arbeit verkrümelt und vergraben. Wie Albertus Magnus zog auch er zur Klärung der Glaubensgeheimnisse die Vernunft auf der Grundlage des aristotelischen Denkens heran. Wenn ich etwas perfekt kann, wenn ich sozusagen etwas spielerisch kann, und so wird das ja auch beschrieben, der Tugendhafte, das ist the easy life. Die Thomas-Seminare von Professor Andreas Speer sind gut besucht. Thomas von Aquin besitzt offensichtlich für heutige Philosophiestudenten immer noch Aktualität. Sondern einfach zu jeder Zeit darüber verfügen, dann können Sie etwas. So müssen Sie das denken. Aber was hat das Ganze zu tun mit dem am meisten Erkennbaren, mit Weisheit und gar mit Glück? Begriffe wie Glück, Glaube, Vernunft und Weisheit werden gerade heute gerne diskutiert. Glaube ist auch ein kritisches Korrektiv für eine Wissensgesellschaft oder für ein Wissen, weil es uns aufmerksam macht, dass bestimmte Inhalte, bestimmte Wahrheiten sich eben der letzten wissenschaftlichen Einsicht entziehen. Und dann müssen wir sie wissen wollen oder glauben wollen. Das ist im Grunde genommen der Versuch, nicht Glaube und Wissen miteinander nicht nur ins Spiel zu bringen, sondern auch sozusagen in ein kritisches Verhältnis miteinander zu bringen, weil, und das ist seine Überzeugung, der Mensch dadurch Ebenbild Gottes ist, dass er Vernunft besitzt. Thomas von Aquin hatte Theologie als erster den tatsächlichen Charakter einer Wissenschaft gegeben.
Kurz vor seinem Tod jedoch überkamen ihn Zweifel an dem Instrument der Vernunft. Denn er sagte, alles, was ich mit Vernunft geschrieben habe, erscheint mir wie Spreu, verglichen mit dem, was ich geschaut habe, was mir offenbart wurde. Thomas von Aquin starb im März 1274 und ist in der Kirche Saint-Jacob in Toulouse begraben, die zum Gründungskloster des Dominikus gehörte. In Erfurt lebte etwa zur gleichen Zeit Meister Eckhart. Er war dort Prior des Dominikanerklosters. Und er war ein großer Mystiker. Hier im Kapitelsaal hielt er seine berühmten Reden der Unterweisung. Er legte den Grundstein für eine neue religionsphilosophische und mystische Begrifflichkeit in der deutschen Sprache. Mystik galt für ihn als Einswerdung der menschlichen Seele mit Gott. Und das schon im Diesseits. Eckhart ist nüchtern, indem er diesen Weg als einen Weg der Vernunft beschreitet. Allerdings traut er der Vernunft darin sehr viel mehr zu als Thomas, der skeptischer ist und diese Möglichkeit der Gottesschau erst im Jenseits für möglich hält. Meister Eckhart geriet mit der katholischen Kirche in Konflikt. Er beachtete den Unterschied zwischen dem Sein Gottes und den Menschen zu wenig. 1326 wurde er von den eigenen Ordensbrüdern angeklagt und musste sich mehreren Verfahren stellen. Besonders vorgehalten wurde ihm der Satz, dass Gott nicht über uns steht, sondern in uns Menschen lebt. Er musste sich verteidigen dagegen, dass dieses gefährliche Denken mit der Orthodoxie, mit der Glaubenslehre der Kirche nicht vollständig vereinbar ist. Denn Eckhart dachte auch, dass dies der Mensch zu einem gewissen Teil aus seiner eigenen Kraft kann, ohne dass er einer besonderen Gnade bedürfte. Ein Mensch, der Gottes Gegenwart aus eigener Kraft spürt, bedarf keiner Institution, die ihm dabei hilft. Das war das Gefährliche. Auch heute noch wird die intellektuelle Tradition des Ordens fortgeführt. Zum Beispiel beim gemeinsamen Frühstück der Düsseldorfer Dominikaner. Dann darüber hinaus eine neue Düsseldorfer Malerschule Anfang 19. Jahrhundert. Und hier darf auch jeder seine Meinung kundtun, ohne sich dafür rechtfertigen zu müssen. Selbstinszenierung amerikanischer Neureiche um 1900, eine Schau in Hamburg. Möchte das irgendjemand sehen? Hier die Oper, deutsche Oper. In der Tradition des Ordens lag immer schon ein großes Interesse an Kunst. Das stimmt, das ist die Staatsoper unter den Linden. Neben dem Studium, was wir als Theologen alle haben, gehört bei uns Dominikanern noch ein gewisses Extra dazu. Ein Plus, das sich auch in der Zeitungslektüre ausdrückt, in der Literatur, in Kunst, in anderen Themen jenseits der Theologie. Wenn wir einmal vor Gott stehen, da hilft gar nichts mehr. Wir können nichts mehr bedecken. Wir sind so offenbar vor ihm, wie wir es im Leben eben waren. Und deshalb auch die Nacktheit und die Bloßheit. Bruder Antonin fühlt sich tief der sakralen Kunst verbunden und gibt seine Kenntnisse, wie hier zum jüngsten Gericht von Rubens, auch gerne weiter. Täglich finden in der Klosterkirche Kunstausstellungen und Führungen statt. Und der Weltenrichter und Maria auf der linken Seite. Das Gegenstück ist auf der rechten Seite ein genauso gewaltiger Strudel aus menschlichen Leibern. Sie werden nach unten gestoßen, gezogen. Aber Rubens meint es gut. Er gibt einen ganz klaren Hinweis, welches der richtige Weg ist. Weil eben die linke Seite, diese aufsteigende Seite, viel heller gestaltet ist. Der Orden selber hat eigene Künstler hervorgebracht. Ein ganz bedeutender ist eben in Florenz Frangelico, der mit Hilfe des heiligen Antonin, der war damals Prior, eben die Zellen ausgemalt hat. Dadurch war die Botschaft Jesu immer bildlich gegenwärtig für die Mitbrüder. Das heißt, es war ein permanentes Meditieren dieser Botschaft. Die malerische Feinheit seiner engelsgleichen Gestalten war einmalig für seine Zeit. Die Fresken im Kloster von San Marco gelten als Höhepunkt seines Schaffens
und machten ihn zum bedeutendsten Maler der florentinischen Frührenaissance. Fra Angelico war ein Mann von großer Disziplin, Leidenschaft und Einsatzkraft. Er stellte seine Kunst völlig in den Dienst des Ordens und der Kirche. Dabei war seine große Antriebskraft die Sehnsucht, allen Menschen den Glauben und das Evangelium zu verkünden. Und dann sollte man sich erinnern, dass er immer, vor allem wenn er Jesus am Kreuz malte, vor Ergriffenheit in Tränen ausbrach. Schwester Jordana wird für die Sendung das Wort zum Sonntag geschminkt, die abwechselnd von evangelischen und katholischen Kirchenvertretern gestaltet wird. Sie gilt als eine der beliebtesten und hat meist gute Quoten. Indem ich immer wieder Situationen aus dem alltäglichen Leben auch da reinbringe, können sich, glaube ich, die Leute damit identifizieren und sagen, aha, ist ja gar nicht so weit weg von mir. Und das ist meine Botschaft. Gott ist nicht weit weg von irgendjemand, von keinem, ja? Egal welcher Mensch da ist. Als Dominikanerin sucht sie den Kontakt zu den Menschen und fühlt sich gerade in unserer säkularen Gesellschaft aufgerufen zu predigen. Ähnlich wie damals Dominikus, der den Abtrünnigen der Kirche auf Augenhöhe begegnet ist. Wäre Dominikus heute hier, würde er auch die Medien benutzen und im Fernsehen predigen, weil man einfach viele Menschen erreicht. Also mein Wort zum Sonntag sehe ich schon als eine Kurzpredigt an und mein Selbstbild als Dominikanerin ist schon so, dass ich die lebensnah gestalte. Also was ich erzähle, das habe ich erlebt, das gebe ich weiter. Das ist meine Art zu predigen. Seit Tagen schon ist Katrin verschwunden. Sie möchte Konflikten aus dem Weg gehen, möchte frei sein, sich nicht in Strukturen einbinden lassen. Die Zahl der Kinder und Jugendlichen, die auf der Straße leben, die von zu Hause abhauen, die ist hoch, sehr hoch. Ich nehme Dinge auf, die mir im Leben passieren, entweder eine Gotteserfahrung oder wie jetzt ja die Hilflosigkeit, mit jungen Menschen zusammenzuarbeiten, die sich nicht einbinden lassen, die weglaufen, die auf der Straße leben wollen. Und ich glaube an einen Gott, von dem es heißt, seit dem Tag, als ich Israel aus Ägypten herausgeführt habe, habe ich bis zum heutigen Tag nie in einem Haus gewohnt. Und ich glaube, das ist auch das, was Katrin und die jungen Leute auf der Straße so rauszieht. Nicht allein sein. Das wäre schön. Dankeschön. Schweigen. Diskutieren ein wenig und melden uns sofort. Ich will mitdiskutieren. Kommen Sie zu uns. Ja. 1, 2, 8 und 9. Bitte informieren Sie sich rechtzeitig. Der Frankfurter Hauptbahnhof. Treffpunkt von Reisenden. Aber nicht jeder findet sich hier alleine zurecht. Um die kümmert sich Schwester Clarissa, die seit einiger Zeit hier arbeitet, und zwar in der Bahnhofsmission. Wir haben hier den Raum der Stille, wo alle Menschen, ja egal welcher Konfession sie angehören oder welcher Religion, hier einen Ort haben der Stille, der Ruhe, wo sie zur Besinnung kommen können. Hier können muslimische Menschen ihren Gebetsteppich ausrollen und beten. Hier ist ein christliches Kreuz. Wir haben hier eine Klagemauer, wo Menschen ihre Nöte, ihre Sorgen schreiben können. Und wir als Team der Bahnhofsmission, wir beten einmal in der Woche in diesen Anliegen. Hunderte von Menschen treffen hier aufeinander, Gleichgültige, Traurige und auch Glückliche. Während ihrer Arbeit erfährt Schwester Clarissa von so manchem Schicksal. Eine ihrer Aufgaben ist es, Menschen beim Umsteigen behilflich zu sein, die das alleine nicht schaffen. Egal, wo Menschen heute stehen, ob sie ganz unten in der Gesellschaft angekommen sind, auf der Straße leben, ob sie durch irgendwelche Behinderungen blind oder alt oder auch Mütter mit Kinderwagen und Koffern können nicht alleine umsteigen. Also es gibt vielfältige Formen von Hilfe, von Zuwendung, von Zuhören,
von Dasein als Mensch für Mensch. Bevor die Reise weitergeht, gibt es immer einen heißen Kaffee in der Bahnhofsmission. Dominikus hat den Brüdern, den Schwestern gesagt, seid bedacht auf das Heil der Menschen. Und das sind wir hier als Team in der Bahnhofsmission auch. Wir haben so den Grundsatz, dass jeder Mensch, der zu uns reinkommt, besser wieder rausgeht, als er reingekommen ist. Dass er hier ein gutes Wort, einen guten Blick, ja, etwas Gutes erhalten hat. Ohne Zucker? Ja, danke. Ja? Mhm. Können Sie mir noch was wegen Zucker sagen? Ja, ja, ja. Es ist wirklich 10.30 Uhr, nicht 9.30 Uhr. 10.30 Uhr. Sie sind Gedächtnistrainer. Mhm. Ah, da können Sie mich auch trainieren. Für eine bessere, aufrechtere und gerechtere Gesellschaft kämpfte im 15. Jahrhundert ein berühmter Dominikaner in Florenz. Er hat sich dort mit den mächtigen de' Medici angelegt. Der damalige Prior des Klosters San Marco, Girolamo Savonarola, prangerte in aufsehenerregenden Predigten den Sittenverfall der Herrschenden und der Kirche an. Um seine Ziele zu verwirklichen, wandte er sich auch an Kinder und Jugendliche und versammelte sie in einer Art Bruderschaft. Queste riunioni, questi ragazzi. Bei diesen Zusammentreffen der Kinder wurden Lobeslieder gesungen und Gebete gesprochen. Dann sollten sie karitativen Tätigkeiten nachgehen und mussten sogenannte Eitelkeiten einsammeln. Luxusgegenstände, die die Moralvorstellungen der Bevölkerung unterwanderten. Im Namen Christi ließ er alles auf der Piazza della Signoria in einem Freudenfeuer der Eitelkeiten verbrennen. Einige Jahre später wurde er selbst durch die Inquisition auf dem gleichen Platz gehängt und verbrannt. Interessant ist, dass die Inquisition zunächst mal ja durchaus auch eine, also juristisch gesehen, eine Verbesserung war, nicht? Also insofern, als dass es wirklich eine Untersuchung gab und nicht wie vorher Gottesurteile. Das Problem ist natürlich, dass die Folter eine Rolle gespielt hat innerhalb der Inquisition und dass es natürlich unseren Maßstäben von heute natürlich völlig widerspricht. Und eigentlich, und das muss man natürlich auch ehrlicherweise sagen, eben auch dem Geist des Evangeliums widerspricht. Bei den Schwestern von Bethanien wird jährlich die Sommersonnenwende gefeiert. Ein altes Schöpfungsritual, das hier im Rahmen der feministischen Liturgie zelebriert wird. Es geht darum, im religiösen Kontext Botschaften für Frauen zu finden, von denen sie sich angesprochen fühlen, die sie auf ihre Weise umsetzen können. Die Initiatorin ist Schwester Clarissa von der Frankfurter Bahnhofsmission. Wenn wir, ja, wie Dominikus, bemüht sind um das Heil der Menschen, dann ist es für Frauen gut, das Heil in dieser Natur, in diesen Naturgeheimnissen zu suchen und zu finden und sich da rein zu verwurzeln. Und in dieser Sommersonnenwende zum Beispiel diese Wendepunkte im Leben zu bejahen, dass Leben nicht unendlich aufwärts geht, sondern dass es auch immer wieder abwärts gehen muss. Und dazu dann auch Ja zu sagen, um zu werden. Dass hier gerade eine Dominikanerin wie einst die Hexen ums Feuer tanzt, wirkt etwas abwegig. Denn Rituale dieser Art wurden im Mittelalter von den männlichen Mitgliedern ihres eigenen Ordens verfolgt. Hexen in der damaligen Zeit waren naturkundige, heilkundige Frauen, die wirklich etwas von diesem Leben verstanden haben. Aber das Weibliche hat auch Angst gemacht, weil Frauen ein Wissen hatten, was nicht wirklich zu erfassen ist mit den Methoden der Wissenschaft. Das hat Männern Angst gemacht, das hat dahin geführt, dass man das vernichten musste, was man nicht versteht. Auch wenn die Inquisition, die Untersuchung, ob jemand mit dem Teufel im Bund stand, in staatlicher Hand lag, wurden die akademisch geschulten Dominikaner als theologische Berater eingesetzt. Das mittelalterliche Weltbild ist ein relativ geschlossenes Weltbild gewesen.
dass am Ende des Mittelalters nicht zuletzt durch Katastrophen wie zum Beispiel die Pest im 14. Jahrhundert zerbrochen ist. Und sie haben dann am Anfang des 16. Jahrhunderts, sie haben die Reformation, also auch die Einheit der Kirche zerbricht. Sie haben neue Wissenschaften, neue Entdeckungen, Amerika wird entdeckt. Und das hat viele Menschen sehr, sehr verunsichert. Und eine Möglichkeit, halt diese Unsicherheit, diese Angst auszudrücken, ist, sie zu personifizieren. Das heißt, jemandem dafür die Schuld zu geben. Alleinstehende Frauen ohne Schutz wurden am liebsten zum Sündenbock gemacht. Der Dominikaner Heinrich Kramer verfasste den berüchtigten Hexenhammer, ein Buch, das dafür die Kriterien festlegte. Das im Mittelalter noch gültige Gottesurteil erlaubte Folter und führte zu Grausamkeiten wie der Wasser- oder Feuerprobe und den berüchtigten Scheiterhaufen. Dominikus hat auf Missstände versucht zu reagieren. Insofern ist Dominikus sicherlich nicht der erste Inquisitor gewesen. Ganz im Gegenteil. Also ich glaube, er steht dafür einen völlig anderen Weg. Aber die Dominikaner waren natürlich damals der intellektuell herausragende Orden. Das waren diejenigen, die theologisch geschult waren. Und darum waren sie natürlich für diese Untersuchungen, die ja gemacht werden mussten, waren sie natürlich die geeignetsten Leute gewesen. Dabei gibt es aber die Gefahr, dass das auch fundamentalistisch wird. Und dann wird das immer gefährlich. Und so waren die klugen Dominikaner damals, ja, nach meinem Gefühl, umgekippt und sind wirklich in die Verfolgung geraten, anstatt den Menschen zu helfen. Gerade für Dominikanerinnen kein leichtes Erbe. Frauen in der katholischen Kirche dürfen bis heute keine eigenständige Messe feiern. Obwohl doch vor Gott angeblich alle gleich sind. Offensichtlich nur im Himmel, nicht auf Erden. Deshalb zelebriert Schwester Clarissa hier auch ihre eigene Liturgie. Du bist wie Feuer. Du bist unser Vater. Du bist unsere Mutter. Feministische Theologie denkt von der Frau her das Leben und das Leben mit Gott. Und feministische Liturgie ist, dass es umgesetzt wird in Rituale, in Gebete, in Tanz. Und dass es darum geht, dass ich das Leben, was in mir steckt, entfalte zum Wohle dieser Erde, zum Wohle der Menschen um mich drum herum. Sei durch uns in dieser Welt. Amen. Viele Frauen, die in meine feministischen Gottesdienste auch kommen, sind Frauen, die sich an der Grenze empfinden, die oft nicht mehr in dieser Kirche beheimatet sind, aber durchaus ihre spirituelle Seele nähren wollen. Wie schon die bekehrten Katharerinnen von Prouille oder die Gefangenen des Jean-Joseph Lataste suchen oft Frauen eine Heimat für ihre spirituellen Wünsche. Einen Ort, wo sie sich Gott oder Maria nahe fühlen können. Die Reformation, aber auch die Verweltlichung von Bildung während der angehenden Neuzeit im 16. Jahrhundert führten zu Klosterauflösungen und starken Veränderungen innerhalb des Ordens. Die Dominikaner wurden wieder in ihr ursprüngliches Aufgabengebiet, die Predigt, zurückgedrängt. Daran war auch der neu gegründete Jesuitenorden beteiligt, der sich dem neuen Bildungswesen besser anpassen konnte. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir haben eine fast 800-jährige Geschichte mit viel Licht, mit viel Dunkelheiten aber auch und uns diesen dunklen Seiten natürlich unserer Geschichte zu stellen. Und darüber aber natürlich auch nicht die
zu vergessen, dass es halt doch durchaus eine ganze Reihe von wichtigen Menschen gab, wie zum Beispiel Bartolomé de las Casas, der ein Verteidiger der Indios war in Lateinamerika und der für die Rechte der Indios eingetreten ist. Und, oder ein Francesco de Vitoria, der halt in Salamanca einen der ersten allgemeinen Erklärungen der Menschenrechte verfasst hat. Wenn auch der große wissenschaftliche und politische Einfluss verloren gegangen ist, so ist doch der ursprüngliche Geist des Dominikus dem Orden erhalten geblieben und hat alle Krisen überlebt. Georg Menke ist in der Tradition der Dominikaner noch immer Prediger. Er sucht das Gespräch, und zwar im Gefängnis, in der Justizvollzugsanstalt Butzbach bei Frankfurt, wo keiner unter 5 Jahren sitzt. Dort ist er Seelsorger. Wie ganz normale Menschen geht er jeden Tag zur Arbeit, übt seinen Beruf aus, besser seine Berufung. Bis zu 20 Einzelgespräche pro Woche führt er hier mit den Gefangenen in ihren Zellen. Doch Georg Menke will niemanden missionieren oder bekehren. Er sieht auch prinzipiell keine Akten ein. Es geht ihm um den inneren Frieden, um das Verzeihen. Für ihn der einzige Weg zur Freiheit. Unser Orden hat Schwerpunkte, zum Beispiel die Gerechtigkeit, zum Beispiel die Katechese an den Rändern, wo das Christentum nicht mehr weit ausgebreitet ist. Und Menschen zu begegnen, das war eigentlich das Motto des heiligen Dominikus, ihnen auf Augenhöhe zu begegnen. Und das kann ich hier sehr gut. Und das ist im Gefängnis allemal sehr wichtig, das auch als Kirchenmann zu tun. Zweimal in der Woche zelebriert Pater Georg hier im Gefängnis die Heilige Messe, die sich regen Zulaufs erfreut. Da nur ca. 20 Gefangene Platz haben, ist die Warteliste lang. Wird einer entlassen oder verlegt, rückt sofort der nächste nach. Die Gefängniskapelle ist der schönste Raum im Haus. Es ist eine andere Welt, ein kleiner Himmel in der Hölle. Ich begegne hier Menschen als Glaubender, als Kirchenmann und verkünde offensichtlich oder auch weniger offensichtlich einen Gott, für den es keine aussichtslosen Fälle gibt. Das ist das Entscheidende. Und so, also das heißt nicht, dass ich meine Traurigkeit verberge oder jemand sage, was machen Sie schon wieder hier, ja? Und wir es dann nach diesem ganzen Elend auch wieder von vorne versuchen. Das gehört dazu. Pater Georgs Erkennungszeichen, um mit Respekt die Grenze zur Privatsphäre der Gefangenen zu überschreiten. Doch die letzte Grenze für den Seelsorger ist die zur Person selbst. Sie haben auch gesagt, dass Sie Ihre Frau beim Besuch geschützt haben. Ich glaube, Sie merken, so mit dem Schutz hat das so seine Grenzen. Das ist ein wichtiges Anliegen, ja, aber am Ende müssen sie reingehen. Müssen sagen, wir müssen Klartext miteinander reden. Ja, aber sie kennen mich, wie ich bin. Ja. 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 Und bei mir ist es so, irgendwann ist so eine Blockade und dann
mache ich nichts mehr weiter. Ja. Und das ist halt die Angst. Ist nicht ganz einfach aufzubrechen, die Mauer, ne? Überhaupt nicht. Ja. Aber Sie merken so, das Resultat dann, wenn alles so schwimmt und alles so unklar ist, ist auch nicht günstig, ne? Ja, gut, das ist klar, aber hier ist überhaupt nichts günstig. Und meine Familie, wo ich dafür da sein kann. Bei meinen Kindern, die mir sehr fehlen. Möglichkeiten sind, trotzdem Kraft zu finden. Oder gerade hier Kraft zu finden. Nach vorne zu gucken. Wie soll man im Sitzen laufen lernen? Menschen nur wegzusperren reicht nicht aus, um eine mögliche Wiedereingliederung in die Gesellschaft zu erreichen. Ich glaube, dass in meinem alltäglichen Dienst hier viele kleine Gesten zumindest Freundlichkeit schenken und den Tag etwas heller machen. Dass wir in vielen Gesprächen es schaffen, auch manches, was verbogen ist, aufzuarbeiten und eigene Anteile darin zu finden. Oder Menschen, die sich fremd oder gar Feind geworden sind, wieder zusammenzuführen. Also ich habe schon erlebt, dass ein Gefangener mich bat, doch ihm zu helfen, den Kontakt zu seinem Vater wiederherzustellen. Und nach vielen Anstrengungen kam der auch und es gab ein Dreiergespräch. Und der Vater meinte seinen Sohn, sprach aber immer zu mir. Also, dass er ihn nicht anschauen konnte, spricht schon dafür, was alles kaputt war zwischen diesen beiden. Und in diesem Gespräch, anderthalb Stunden, ist es tatsächlich gelungen, wieder zu ein bisschen Nähe zu gelangen. Am Ende haben die sich in den Arm genommen. Ist der Vater auf den Sohn zugegangen, wie ein kleines Wunder.